Aber wo seid ihr? Am besten nicht wieder runterfallen. Dann hier noch welche? Nee, hier sind Stadtbewohner. Jede Menge davon. Dann suchen wir mal. Da. Zwei Stück. Und hier. Hier sogar einen dritten. Einen vierten. Jemand eine Ahnung, wie ich die aufstellen kann, dass mein Bild sich zu dem Ziel dreht, das gerade im Target ist. Immer voll nervig. Habe ich tatsächlich auch öfters. Ich starte meistens das Spiel neu, weil ich bis jetzt auch nicht herausgefunden habe, wieso es passiert und wie ich es ändern kann. Weil mal passiert es, mal passiert es nicht. Mit X? Guck mal. Echt? Müssen wir dann auf jeden Fall machen. Ich habe bisher auch keine Ahnung gehabt. Dachte immer irgendwie, okay. Ah, tatsächlich. Aha. Aha. Ah, okay. Okay. Ich schalte das in der Standardeinstellung um. Ah, super. Okay. Danke. Da habe ich sogar auch wieder was dazu gelernt. Weil ich dachte immer, das liegt irgendwie daran, ne, dass das Spiel dann irgendwie buggy ist in dem Moment. Deswegen habe ich das dann immer aus. Also das Spiel wieder ausgemacht, wieder angemacht. Und dann war es meistens wieder in Ordnung. Aber gut, dann weiß ich jetzt, woran es liegt. Ja, alt. Okay. Ich fand es so nervig, dass das in der Tastaturbelegung geändert hat. Ja, ich weiß nämlich, was ich jetzt als nächstes tun werde. Spätestens nachher. Oh. Ey, das ist echt mies, wenn man das nicht weiß, ne? Wenn man dann tatsächlich denkt, dass das ein Fehler ist oder so. Weil wie oft habe ich mich darüber aufgeregt und geärgert? Du auf wegzulaufen. Danke. Nee, das brauchen wir nicht. Ich habe mir dein nächster Spielerschatz auswählen draufgelegt, damit ich bei der Kneipenschlägerei ein gültiges Ziel habe. Ah. Idechen. Werde ich wahrscheinlich auch so machen. Intara, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich weiß nicht, warum gerade kein Alert kommt, aber vielen, vielen lieben Dank. Ja, zumindest kommt die Sub-Bombe, also die Emote-Bombe. Ich wünsche dir aber auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht. Und auch herzlich willkommen bei den Sampfboten natürlich. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Und wie gesagt, einen guten Wochenstart und eine schöne Nacht. Jo. Jetzt darf ich wieder zurück, ne? Ja. Jetzt dürfen wir wieder zurück.
Und direkt die Mods auch wieder am Start. Die Mod-Begrüßung folgt. Oh, ich liebe dieses Pferdchen. Das Pferdchen ist schön. Achso, ja, mach bei dir auch eine 100% gute Nacht. Oh Gott, ich habe dich direkt überlesen. Tut mir leid. Schlafst du auch schön. Danke, dass du so lange durchgehalten hast. Ich wünsche nächste Woche viel Glück und Erfolg und, ne? Und so weiter. So, wo müssen wir das jetzt abgeben? Wo? Einfach nur. Wo? Da? Nee. Irgendwo da. Ah, ich sehe schon. Nach hinten. Uff. Das ist völlig inakzeptabel. Wie viel gibt's? 900 wieder. Und da. Was benötigt ihr? 1200. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Und nicht noch mehr helfen. Ihr wollt mich doch quälen, oder? Ihr wollt mich echt quälen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehen? Naja, wir kommen dem Pferdchen näher. Oder was auch immer wir jetzt nächstes Mount kriegen. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Ja, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, helfe ich. Es ist schön, dein Wim muss leiden. Hast du allerdings recht. Hast du allerdings recht. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Naja. Sobald wir den Ruf vollständig haben und die 40 erreicht haben, nicht zu, dass man mich ignoriert, werde ich auf jeden Fall ins Bettchen gehen. Aber das dauert, glaube ich, noch. Dauert, glaube ich, noch etwas. Kleines bisschen. Hybrid, siehst du die Schleimspur? Ich meine, ne? Und so? Merkst du? Aber trotzdem danke. Trotzdem danke. Ja. Ich bin auch gerade aus Grundschock für aufs Transport geklatscht. Sehr gut. Also, gut im Sinne von, dass sie gemerkt hat, dass da Schleim liegt. Husten! So, aber jetzt müssen wir irgendwie. Sie sieht gerne allein, kann das sein? Ja, genauso wie umgekehrt. Hallo Luna! Hui! Ronimo, aua. Entgegene Grabräuber. Kundschaften der Grabräuber. Noch mehr Grabräuber. Bin im Lurk, wollte das nur gesagt. Okay. Dann viel Spaß weiter im Lurk.
Also noch mehr Grabräuber. Ja, Meister Petz, ich weiß, dass sie da sind. Ich habe sie nicht vergessen. Ich sehe sie. Ich habe sie mitbekommen. Ja gut, das hier sind die Sachen, die ich dann verkaufen kann. Okay. Der Grabräuber. Natürlich, du auch. Du kommst auch mit. Nachts? Wo sind sie denn alle hin? Da ist nur einer. Er ist ausgerottet. Nee, das sind alles Hirsche. Hirsche bringen mich gerade nicht wirklich weiter. Endlich ist noch ein Kundschaftender. Wieder das neue Hirschkühe. Irgendjemand sollte mal was gegen die Hirschpopulation hier tun. Es gibt eindeutig zu viele Rehe und Hirsche hier in diesem Wald. Nein. Noch einer? Also ich tendiere so darauf, dass es 2 Uhr wird. Wenn wir das hier erreicht haben. Ich habe morgen Hundi frei. Ich darf morgen auch schlafen. Noch wer? Scheiße.
öfter. Da ist auch noch einer. Dann brauchen wir nur noch einen von dem anderen. Von dem männlichen Äquivalent. Dann haben wir's. Nee, nee, Kunststoff, da brauchen wir nicht mehr. Das habe ich übersehen. Das war blöd. Mehr. Doch, da hinten. Oder? Ja, das ist einer. Dann jetzt ins nächste Gebiet. Also, was heißt ins nächste Gebiet? Also, jetzt da hier hinten. Also nur irgendwie wieder nach da oben kommen. Wird das eigentlich klappen? Hoffen wir mal. Weiße Waage. Wo waren denn hier beim letzten Mal Waage? Ich weiß, es wurde auf der Karte markiert, aber... Der ist das für ein Füllfüll. Naja. Ah ne, stimmt. Eine Waage. Okay. Ich nehm's zurück. Das ist ja die Waage. Bilwisse brauche ich auch. Jupp. Die Bilwisse brauche ich. Lol, womit gehen die denn jetzt schon wieder los? Wie
der Irrwicht. Das war noch nicht mal böse. Wie interessant. Naja, gut. Den töten wir jetzt böse. 12 Stück ist ein Klacks. 12 Stück kriegen wir hin. Oh, da ist er. Hier noch einer. Wo bist du denn her? Hast du dich wohl versteckt, du kleiner Lümmel? Und die nächste. Hier sind doch die guten Warge. Na gut, gut ist auch schon wieder hier relativ. Raus. Jetzt ist der Oberwarg. Aber ein schickes Tier. Schade, dass man auch nicht so einen Wark als Begleiter haben kann. So ein Wark als Begleiter wäre mega cool. Hier brauche ich noch was. Ein bleicher Ork auf einem weißen Wark. Ja, genau. Genau das. Genau das. Ich würde ja gerne einmal ganz kurz einen sicheren Punkt erreichen. Indem ich dann einmal ganz kurz aufs Klo gehen kann.